بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ده شيس أنزغى تفلف تزيتسون من ديزم كزيغن مونات. Wir haben von Anfang bis jetzt geredet über Al-Ayah وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Wir haben über die Schönheit der Namen Allah subhanahu wa ta'ala geredet. Wir haben erklärt, was bedeutet die Schönheit eines Namens Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Husn, Arabischen Al-Husn ist Al-Jamal. Und nicht jeder Name ist schön. Der Mensch hat Namen, aber sein Name ist nicht schön. Sein Name hat einen Teil Schönheit. Aber die Schönheit bedeutet, dass dieser Name eine Eigenschaft ist. Weil die Namen von Allah subhanahu wa ta'ala sind Namen und Eigenschaften. Und sie haben eine Wirkung in Al-Qadr, in deine Seele, dein Leben. Also entweder, wenn du redest über dich selbst oder du redest über umfassend, über die Welt, das Universum. Du findest, dass die Namen von Allah subhanahu wa ta'ala bewirken. Und sie bewirken, weil sie Eigenschaft sind. Weil ein Name ohne Eigenschaft bewirkt nicht. Weil es immer in einem Verb oder einem Nomen, du findest diese Eigenes, diese Eigenschaft, das ist die bewirkt. Du sagst zum Beispiel, ich schreibe, es gibt diese Eigenes, diese Bewegung des Schreibens. Wir reden über Menschen, diese kleinen Beispiele von Menschen. Aber wenn du redest über Allah subhanahu wa ta'ala, wir haben über Khaliq geredet, der Schöpfer, du siehst die Schöpfung. Dieser Name hat bewirkt, du siehst die Schöpfung. Du siehst die Verschiedenheit der Schöpfung. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala besitzt einen Wille. Das heißt, du siehst diese verschiedenen Sachen. Allah subhanahu wa ta'ala will. Und du siehst, dass diese Welt perfekt ist. Das Name allweise bewirkt. Und auch allwissend. Du siehst auch Allah subhanahu wa ta'ala jamil, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in Sahih Muslim, inna Allah jamil, hubbul jamal, Allah ist schön, liebt die Schönheit. Du siehst die Schönheit in dieser Welt. Und du siehst auch Al-Izza, die Fähigkeit, du siehst alles. Aber wie wirst du Al-Ghaib verstehen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala diese kleinen Beispiele in der Dunya nicht gemacht hätte? Deshalb, du verstehst Al-Ghaib durch Al-Shahada, was du lebst in der Dunya. Diese kleinen Beispiele. Das in jeder Richtung ist das. Wir reden jetzt über Nameneigenschaften. Aber das ist auch in Bezug auf die Sachen, die dich erwarten in Al-Yawm Al-Akhir. Zum Beispiel diese Genüsse. Zum Beispiel. Du,
Allah subhanahu wa ta'ala, er hat dir einen Teil dieser Vollkommenheit in der Dunya gegeben, damit du diese Vollkommenheit von Al-Ghaib verstehst. Du weißt, was ein Allah redet im Koran über Rumman, über Granatapfel, über Honig, über viele Sachen. Du kostest Honig in der Dunya, ein Teil, das ist nur ein Teil dieser Vollkommenheit, dieser Genuss. Und du verstehst, was süß ist. Auch die Ruhe, verschiedenen Sachen gibt uns Allah in der Dunya, damit wir Al-Ghaib verstehen. Und auch in Bezug auf, wenn du Schmerzen hast, Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir, das ist ein Teil des Schmerzens, was in Jahannam gibt. Deshalb du sollst aufpassen. In Bezug auf Namen von Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala gab dir in der Dunya diese Bedeutung, ein Teil, damit du das verstehst. Wenn du Al-Quran liest und du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala Al-Sami', Al-Basir, Al-Hörende, Allsehende, der Allwissende, Allweise, du verstehst, was das ist. Weil du siehst Al-Hikma in der Dunya, du siehst auch Männer, die sind, Allah hat ihnen diese ein Teil Weisheit gegeben. Du weißt, was das ist. Das ist eine Vorstellung über diese Bedeutung. Deshalb, wenn du den Koran liest, du verstehst, was die Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deshalb, Allah subhanahu wa ta'ala, wir haben letztens über Tawwab geredet. Wir haben diese Kombination zwischen Tawwab und Rahim, weil die erste Kombination im Koran, das ist nach Rahman al-Rahim, das kam nach Tawwab al-Rahim. Zwei Namen von Allah subhanahu treffen sich. Das heißt, Al-Fasila haben wir gesagt, Fasila al-Qur'aniyya. Das hat eine Weisheit. Deshalb, gestern, ich habe Surat al-Shu'ara gelesen. Und ich passe immer auf diese Namen, Eigenschaften. Du findest, wie ich gestern gesagt habe, dass Al-Aziz al-Rahim, wir haben auch über Rahma geredet, wir haben gesagt, Al-Rahim kommt mit Al-Tawwab, kommt auch mit Al-Aziz. Aber warum kommt Al-Aziz mit Al-Rahim? Das haben wir das erklärt gestern. Al-Aziz ist die Vollkommenheit, die Fähigkeit und Macht. Und wenn du liest in Surat al-Shu'ara, die Geschichte von Propheten, der Volker, Allah sagt im Ende immer, وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Also Al-Aziz, das ist gewendet an Al-Mushrikin, an diese Leute, die den Propheten schwer machen. Al-Rahim wendet sich an Al-Mu'min. Allah ist Rahim mit dir in dieser Geschichten. Hier in Surat An-Nur. Surat An-Nur, Allah beginnt mit diesen Urteilen von der Zina. Und es kommt... In Surat, in Aya 5, إلا الذين تابوا من بعد ذلك, außer diejenigen, die nach all dem bereuen und rechtschaffen werden, denen Allah ist all vergeben und barmherzig. In Allah Ghafur Rahim. Wir haben gesagt, was bedeutet Ghafur Rahim? Wir haben gestern erklärt, dass Al-Maghfira ist bedecken. Al-Maghfira ist das Bedecken von der Sünde. Und Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala, er macht die Spuren dieser Sünde weg. Und die beiden Nomen hier gibt es die Bedeutung von Al-Afu. Haben wir gestern erklärt. Allahumma innaka afu und tuhibbu al-afu fa'afu anni. Auf Deutsch wird erklärt, allverzeihend. Aber das ist deutlich, Ghafur Rahim. Aber danach, was man wirklich nachdenken soll, danach kommt... Und ohne die Huld Allahs gegen euch und seine Barmherzigkeit und dass Allah Reue annehmend und allweise wäre. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. Schau mal hier, wir haben gesagt in Surat al-Baqarah am Anfang تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert die Rückkehr von Al-Abd. Nachdem er Sünden macht, Allah akzeptiert diese Taube. Taube ist das Rückkehr. Allah akzeptiert es. Aber wir haben gesagt, dass das Rückkehr heißt nicht, dass Allah bestraft ihn nicht. Das denkst du in deinem Kopf. Dass du,
Du kannst jemand sagen, komm zurück, aber ich will dich bestrafen. Aber Allah deshalb sagt, Allah danach Rahim. Das bedeutet, diese Rückkehr ist ohne Strafe, ist mit Rahma. Komm. Also Allah sagt, komm zu Adam. Inna Allah wa huwa tawwabur rahim. Also diese Rückkehr von Adam ist eine Rückkehr. Allah hat das akzeptiert und hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm Rahma gegeben, hat ihm nicht bestraft. Aber hier, tawwabun hakim. Wa anna Allah tawwabun hakim. Und dass Allah Reue annimmt, das ist Tauba. Er nimmt diese Reue, akzeptiert das, diese Zurückkehren. Und allweise, was ist diese Verbindung hier? Hier, Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala, er ruft der Sünder, jemand, der als Sinne gemacht hat. Und auch wenn jemand sowas lügt, jetzt zum Beispiel, wenn jemand jetzt sagt, meine Frau hat Sinne gemacht, und Allah ruft zu Tauba, weil es ein Urteil, hier geht es um Sünden. Allah sagt Tauba, das passt. Aber Hakim, Hakim bedeutet, dass die Urteile von Allah subhanahu wa ta'ala sind mit Hikma verfasst, Hikma gemacht. Al-Shara, Hakim bezieht sich auf Al-Khalq und bezieht sich auch auf Al-Shara. Weil du siehst, diese Al-Shara von Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt Al-Hikma, die Weisheit. Allah hat den Mensch erschaffen, er weiß, was für ihn passt, diese Vorschriften. Alles, was du liest im Koran an Urteile, sind mit Hikma. Deshalb Hikma hier passt zu diesem Kontext von Urteil, von Vorschriften, Urteile. Und Allah tawwabun hakim. Und Hikma, die bezieht sich auch auf die Schöpfung, auf Al-Qadr. Du siehst Al-Hikma in seiner Schöpfung, in jeder Art Schöpfung. Siehst du sein Hikma. Al-Hikma, was bedeutet Al-Hikma? الحكمة هي وضع الشيء في محله. Das Stellen jeder Sache an ihrer passenden Stelle. Hakim. Und das, die Basis von الحكمة ist das Wissen. Deshalb in Surat al-Baqarah, bevor Tawwab Rahim, die Engel haben gesagt, لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Du bist der Allwissende, Allweise. Basiert, die Hikma basiert sich auf basiert sich auf Wissen. Es gibt kein Hikma, keine Weisheit außer mit Wissen. Deshalb Al-Hakim. Wir reden auch heute über Al-Hakim, weil es passt. Rahma, Tauba, der Name Allahumma innaka afu, Al-Afu. الغفار الغافر الغفور الرحمن الرحيم التواب الرؤوف haben wir gestern gesagt. الرؤوف erinnert, wir haben über الرؤوف geredet. الرؤوف ist eine Stufe über الرحمة. Mit الرحمة gibt es Strafe. Kann mit الرحمة Strafe geben. الحد ist رحمة. Auch bei Menschen, diese kleinen Beispiele in der Dunya, du bestrafst deinen Sohn, aber du liebst ihn. Und du gehst zum Arzt, er gibt dir Medikamente, was bitter ist, aber er will mit dir, er gibt das Rahma ist das. Aber er gibt Schmerz. Aber mit Ra'fa gibt es keinen Schmerz. Ra'uf gibt keinen Schmerz. Aber hier haben wir gesagt, Al-Hikma siehst du in allen Namen Eigenschaften. In Rahma siehst du Al-Hikma. Die Weisheit, du siehst sie in der Schöpfung, du siehst sie in der Schara, du siehst sie in deiner Seele, du siehst sie überall. Hikma von Allah subhanahu wa ta'ala. Du gehst raus und schaust auf die Welt, du findest, alles ist perfekt. Niemand kommt und sagt, hier, diese Ecke im Himmel passt nicht. Alles perfekt. Alles perfekt. Die Sonne, der Mond, alle, was du siehst, die Bäume, kein Mensch kommt und sagt, der Mensch von seiner Natur, er kritisiert viel. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Insan, der redet viel, er disputiert viel, hat in diese Disput und Streit. Aber er kann nicht sagen, zu dieser,
Schöpfung, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, kommt nicht und sagt, das passt nicht. Das ist, einer hat mir, das ist jetzt ein, hinter dem Klammer, ein Bruder hat einen Minbar in eine Moschee gemacht. Und er kam immer, hat Fisabilillah, er ist ein Tischler, hat das gemacht in der Moschee. Er hat zu mir gesagt, ich mache das jetzt immer Nacht, ich komme um 1 Uhr, 2 Uhr nachts. Sag, warum? Sagt, wenn ich arbeite, jeder Mensch, der kommt rein, der Moschee, sagt, nee, das passt nicht hier, warum ist das nicht so, warum? Die haben ihn krank gemacht. Das ist die Natur des Menschen. Deshalb dieser Mensch, er kann nicht irgendwas kritisieren in diesem Universum. Und auch nicht in Aschara. Auch nicht Aschara. Nur einer, der unwissend ist oder jemand, der hasst Aschara, kann reden. Aber mit Belegen, mit Beweisen, niemand kann Aschara kritisieren. Du siehst Al-Hikma in Aschara und Al-Qadar. Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hakim, innaka anta al-alim al-hakim, wie die Engel gesagt haben, innaka anta al-alim al-hakim. Allah subhanahu wa ta'ala, als Adam erschaffen hat, kam diese zwei Namen, Geschichte von Adam, die Engel haben es nicht verstanden. Warum Allah subhanahu wa ta'ala ein Mensch, ein neuer Mensch, das neue Geschöpf, kommt auf diese Dunya und von seiner Fähigkeit, er kann Blut vergießen und er kann Unheil stiften auf dieser Erde. Aber warum? Wir sind da. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Wir verehren dich und wir lobpreisen dich. Wir machen التسبيح und التقديس. Allah sagt zu ihnen, ich weiß, was ihr nicht wisst. أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ. Aber was für Weisheit ist das in dieser Geschichte jetzt? Dass diese beiden Namen kommen, innaka antal alim al hakim. Das habe ich oft erklärt, dass Allah subhanahu wa ta'ala durch diesen Mensch, dieser Mensch ist schwach. Er hat viele Stärke, aber ist schwach. Er macht Sünden. Er lügt. Er betrügt. Er hasst. Also dieser Mensch ist schwach. Allah hat ihm so erschaffen. Aber er hat ihm auch Stärken gegeben. Tauba hat ihm viele Türen geöffnet. Alle Türen von Rahma sind geöffnet. Tauba ist geöffnet für ihn. Und deshalb, er hat ihn geprüft. Schon oben. Also Allah hat ihm befohlen, nicht von diesem Baum zu essen. Und natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala ließ seinen Feind, also Iblis, er ist da. Diese Hindernisse sind da. Was hat ihm Iblis hat ihm gesagt, das ist der Baum der Ewigkeit. Der Mensch erlebt diese leuchtenden Begriffe. Ja, diese leuchtenden Begriffe. Jemand gibt dir Alkohol, Wein und sagt zu dir, das ist das Getränk der Seele. Ja? Das ist das Getränk der Seele. Das ist der Freund des Herzens. Er bekleidet diese Haramstoff mit vielen schönen Worten. Das ist der Baum der Ewigkeit. Und er weiß, dass der Mensch, er liebt die Ewigkeit. Er liebt das. Daraufhin, Adam hat von diesem Baum gegessen. Adam hat eine Sünde gemacht. Hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht gehorcht. Und daraufhin, Adam, Adam stand vor ein Problem. Was macht er jetzt? فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتِ. Allah hat ihm Worte gelehrt. Das ist in Surat al-A'raf. Das habe ich erklärt. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا. Er kann, dass er Unrecht gemacht hat. Dann hat er auch erkannt, dass niemand vergibt außer Allah. Und wenn Allah nicht vergibt, er gehört dann zu den Verlierern. Schau mal, das sind schöne Worte, sind das. Und
dann sagt Allah, فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Durch diese Geschöpf zeigen sich die Namen und Eigenschaften Allah auf dieser Universum. Das ist Al-Hikmah, was die Engel nicht gewusst haben. Ein Engel, er macht nie Sünden. Ein Engel kommt nicht zu Allah und sagt, oh, At-Tawwab, Rahim. Ein Engel ist Anbeter, er macht keine Sünden. Aber dieser Mensch, durch ihn zeigen sich Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala auf diese Existenz. Du siehst das. Deshalb, der Mensch hat eine große Wichtigkeit auf diese Welt, der Mensch. Besonders wenn dieser Mensch ein Muwahhid ist, ein Abid, der dient Allah mit seinen Namen, besonders wenn dieser Mensch diese Nameneigenschaften versteht und diese Weisheiten versteht, das ist die Vollkommenheit von der Ni'ma, der Wohltat. Dass der Mensch das weiß, deshalb, du dienst Allah mit einer Art Wissen. Innaka antal alimul hakim. Du siehst, Al-Hikma strahlt sich und zeigt sich in dieser Geschichte und auch, was Adam gemacht hat. Hikma ist das. Und dann findest du bei jedem Namen Rahma. Rahma, Allah, Rahma. Tauba. Wer kehrt zurück? Der Mensch. Wer kehrt zu? Der Mensch, er findet At-Tawwab, akzeptiert sein Taube. Er braucht Ar-Rahma, er findet Ar-Rahman Ar-Rahim. Er bekleidet ihn mit Ar-Rahma. Er braucht Al-Maghfira. Er findet Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ghafir Al-Dhim. Der Mensch, er liebt die Schönheit. Allah zeigt ihm die Schönheit. Und Allah subhanahu wa ta'ala verspricht ihm, dass er ihn in Yawm al-Qiyamah ihn sieht. Das ist die schönste Ni'ma, was es gibt. Was es geben wird. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala sieht. Hijabuhu al-Nur. Deshalb, Aisha radiallahu anha, Ibn Umar hat gesagt, dass es gab ein Tabi'i, hat ein Sahabi gefragt. Er sagt, wenn ich bei dem Prophet wäre, wenn ich mit dem Prophet gelebt hätte, hätte ich ihm eine Frage gestellt. Der Sahabi sagt zu ihm, was für Frage? Er sage, ich würde ihn fragen, ob er seinen Herr gesehen hat. Der Sahabi sagt, wir haben sowas gefragt. Aisha sagte, derjenige, der sagt, dass der Prophet Allah gesehen hat, ist ein Lügner. Er lügt. Deshalb, du findest, dass in Al-Aqida gibt es keine unterschiedliche Meinung zwischen Sahaba, außer manche Kleinigkeiten im Zweig. Manche Sahaba denken, dass der Prophet Allah gesehen hat. Deshalb, Aisha fragt den Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sagte zu Aisha, Nur, Allah ist Nur. Deshalb, niemand hat Allah gesehen. Sogar Jibril, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam in Sidrat al-Muntaha am Ende, Jibril stand. Prophet sallallahu alaihi wasallam ist noch Schritte geliefen rein. Die Geschichte von Musa mit Allah subhanahu wa ta'ala, nichts. Außer Allah subhanahu wa ta'ala in al-Yawm al-Akhir, er bereitet den Menschen, Allah subhanahu wa ta'ala zu sehen. Er bereitet den Menschen, Allah zu sehen. Deshalb, die Menschen werden Allah sehen. Die Schönheit von Allah. Allah ist Jamil, Hibbul Jamal. Allah hat auch die Schönheit in dieser Dunya gemacht, erschaffen. Das siehst du, du siehst das in der Natur, du siehst das im Wort. Du siehst das in der Bedeutung, du siehst das im Mensch, du siehst das in Tiere, in Pflanzen, du siehst das überall, die Schönheit. Das siehst du. Deshalb, Al-Shara
Und Al-Qadr, die Schöpfung, die beiden, die sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist Al-Mushri', der Gesetzgeber, und Allah ist der Schöpfer. Und du siehst, Al-Fiqh von Nameneigenschaften in den beiden Sachen. Das sollst du suchen. Das soll deine Aufgabe sein. Das ist die schönste Ibadah, was es gibt. Und wenn du den Koran liest, dann sei wach auf diese, denke nach über den Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Nachdem er eine Geschichte erzählt hat, Allah sagt, wa huwa al-azizul rahim. Warum? Warum? Wa huwa al-sami'ul basir. Wenn Allah redet, oft über Dua sagt, wa huwa al-sami'ul alim. Er hört dein Dua und Alim wissend, allwissend, er weiß, was in deiner Seele ist. Ja? Also er hört, was Al-Abd sagt und er weiß seine Absicht. Wa huwa al-sami'ul alim. Diese Kombination, das ist Al-Ilm, das ist Al-Ilm. Al-Ilm über Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist das schönste Art des Wissens, was es gibt. Das ist das schönste Art. Deshalb, eigentlich, ich wollte gar nicht diese Worte sagen. Also bevor ich diese Dars gemacht habe, ich wollte gar nicht das alles sagen. Wallah. Ich wollte was anderes sagen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das ermöglicht. Ich wollte das ist nur eine Minute, über jetzt, Ramadan ist am Ende. Es sind nur ein paar Tage, 10 Tage, 11 Tage. Und Ramadan beendet sich. Das ist das Wichtigste jetzt, dass du diese Bedeutungen von Ramadan, was du erlebt hast, du sollst die nach Ramadan tragen. In deinem Herz, dein Verhalten, dein Leben, dein Ibadat, dein Adhkar, dein Gebete. Und das ist die Nahrung der Seele. Du weißt, das muss auch die Nahrung, was man isst, man sucht immer die Mitte. Wenn du sehr viel isst, du wirst krank, du wirst das Essen auch nicht mögen. Wenn du sehr wenig isst, das ist auch nicht gut für dich, für deine Gesundheit. Du suchst immer die Mitte und du isst jeden Tag. 2 bis 3 Mal, du isst du. Also das ist auch so bei der Nahrung der Seele. Du sollst immer die Mitte finden. Koran lernen, Adhkar, dein Gebete. Ich rede nicht von Pflicht, ich rede von Mustahab-Taten. Gebete und dein Adhkar, dein alles, Sadaqat, alles. Es muss immer, immer anwesend sein, dein Leben. Immer da. Weil das gibt dir ein, das zieht dich immer nach vorne. Du willst diese Stufungen erreichen, im Wissen über Allah und auch das Wissen über Allah ist auch in der Ibadah, weil du praktizierst das. Du hast deine Erfahrung im Gebet, du schmeckst, du kostest diese Iman, die Süße von dem Iman, in der Adhkar, im Gebete. Das ist eine Erfahrung, das ist eine Praxis. Plus das Wissen, was du über Allah weißt, über seinen Namen, über alles, was wir gesagt haben, dann du verinnerlichst das. Du findest eine Art Süße in deinem Herz. Wallah, du findest eine Art Süße in deinem Herz. Das ist die Glückseligkeit des Lebens. Das ist die Glückseligkeit des Lebens. Weil du willst nur in einer Ecke sein und das erleben. Du suchst dann diese Süße. Wenn du sitzt, um Koran zu lernen, zu lesen oder lernen oder nachdenken oder Adhkar oder Gebete oder lernen oder lesen ein Buch, du suchst das. Aber du sollst auch die Hindernisse wegmachen. Die Hindernisse. Hindernisse, das sind die Übertreibung in Sachen, die nicht nötig sind. Wie das sehr viel Essen, sehr viel Schlafen, sehr viel Reden. Ja?
Man redet viel mit Leuten. Viele Leute, die sind Räuber. Räuber von Al-Iman. Räuber von dieser Süße. Aber der Himmel, der sucht immer Leute, mit wem er redet. Mit Leuten hat nichts. Er hat diese Süße von Al-Iman nicht. Weil natürlich, man redet mit seinen Geschwistern im Islam. Aber nicht Stunden. Nicht Stunden. Das bedeutet, dass man leer hat nichts. Aber wenn jemand das hat, diese Süße und diese, er geht immer hin, er will das. Und wisse, wenn du viel redest, du wirst viele Sünden machen, mit vielen Lästern. Du wirst viel lau, nötige Worte sagen. Und du wirst einen Teil von dieser Süße verlieren, immer. Deshalb du sollst diese bewahren. Du sollst diese Sache bewahren und immer, du steigst immer hoch. Jeden Tag willst du hochsteigen. Bis du du kommst in eine Stufe, wo du betest Allah subhanahu wa ta'ala, alles du ihn siehst. Ja? Du liest Al-Aya, du siehst die Licht von dieser Aya. Bevor du sie liest, bevor. Nurun ala nur. Weil die Licht von der Koran und Offenbarung findet die Stelle geeignet in deinem Herz, weil dein Herz ist Licht. Deshalb kommt dieses Licht und zündet dein Herz. Weil dein Herz ist bereit dafür, gezündet zu werden. Aber wenn dein Herz wie Asche, da kommt dieses Licht drin, findet nichts. Du liest, aber gibt es nichts, alles kalt. Deshalb, du sollst dein Herz bewahren, diese Licht, das muss gezündet werden. Ja? Wenn du liebst, liebst du für Allah. Wenn du gibst für Allah. Wenn du liest für Allah. Du suchst Allah. Und besonders das Wissen über ihn, was wir jetzt gesagt haben, wenn ich darüber rede, über diese Halaqat, ich finde ein Süße im Herzen, über Allah subhanahu wa ta'ala rede. Und ich liebe darüber zu reden, über Allah kennen durch seinen Namen und Eigenschaften. Das ist das Schönste, was man machen kann. Auch das hat kein Ende. Du suchst das. Du suchst das, während du liest. Das ist ein Projekt des Lebens. Das ist dein Projekt des Lebens. Und Koran ist da, um uns zu zeigen, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist. Das ist unsere Halaqa für heute. Alhamdulillah, dass Allah uns einen Erfolg gegeben hat, diese Halaqa zu halten. Inshallah, in der nächsten Zeit machen wir weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Fasten annehmen, unsere Taten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das Wissen über ihn und seinen Namen und Eigenschaften geben. Und möge Allah uns diese starke Süße von Al-Iman geben. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.